Gute Servus und Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Und zwar fahren wir heute mit dem frisch gekauften Volvo, der noch 0 Kilometer auf der Uhr hat. Mit dem fahren wir heute unseren ersten Job und den führen wir direkt mal für World of Trucks aus. Dann kriege ich wenigstens auch auf der World of Trucks Seite mal ein paar Einträge. Dann sortieren wir das mal nach Preis, weil ich bin ja Gefahrguttransporter, hauptsächlich eigentlich. Aber hier gibt es anscheinend nichts Gescheites. Das ist alles ganz schön billig. Frankfurt, Rotterdam. Warum gibt es hier kein Gefahrgut? Okay, wo fahren wir denn mal hin, Leute? Lodz, Wajerkso, Lodz. Krakau, Katowice, Brno, Wien. In Wien war ich noch nicht. Also ich meine jetzt hier im Spiel. In echt war ich schon in Wien. Die Strecke kenne ich. Die bin ich schon gefahren. In echt. Die nehmen wir. Dann verdienen wir 24,60 die Stunde. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch fair. Okay, machen wir. Ich höre ja immer Radio Bob dabei. Im Hintergrund. Falls es euch auffällt, dass da ein bisschen Musik läuft. Ich gehe mal das Risiko ein. Ich bin jetzt mal eiskalt und gehe das Risiko ein, dass wir hier erwischt werden. Nein, uns wird schon keiner erwischen, so laut machen wir es nicht. So. Ich habe übrigens das Problem lösen können, dass das Spiel bei mir nicht mit DirectX gelaufen ist. Und zwar war das ganz einfach, im Endeffekt. Man musste nämlich einfach nur die Auflösung, die interne Auflösung vom PC auf 1900 mal 1000 stellen. Ich hatte die vorher auf 1700 mal 900 oder so. Ja, und auf einmal läuft's. Keine Ahnung, was jetzt die innere Auflösung des PCs damit zu tun hat, wenn ich dem Spiel ja sage, lauf auf 1900, dann läuft's nochmal auf 1900. Weil so passt der Desktop jetzt nicht wirklich in meinen Fernseher rein. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir müssen hier lang. Und ja, egal. Auf jeden Fall habe ich das umgestellt. War so ein Tipp von so ein paar Leuten im Internet, dass man das vielleicht mal probieren kann. Und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Aber ich sehe gerade, ich muss... Oder? Nee, ist alles in Ordnung. Nee, wir können so sitzen bleiben. Wir müssen den Stuhl gar nicht verstellen, den Sitz. So, wir müssen jetzt erstmal zu unserem Auflieger fahren. Der steht da hinten. Ja, wir sind ja in Frankfurt am Main, ne? Für jeden, der es noch nicht gesehen hat, letzte Folge. Schätzungsweise irgendwo bei Niederrad. Oder in Niederrad. Ampel grün, komm weg, Leute. Hier darf man 50. Aha. Ja. So, wie viele Gänge habe ich denn jetzt? Ich weiß es noch gar nicht. Ist ja das erste Mal, dass ich mit diesem Auto fahre. Ich schalte kurz mal hoch. 9. 10. 11. 12. Oh, wir müssen hier rein. Der hat doch hoffentlich nicht mehr als 12 Gänge. Warte mal. 12, okay. Ja, das geht. Ich hätte ja lieber was mit weniger Gängen, da muss man nicht so viel schalten. Aber was willst du machen? So, jetzt müssen wir erstmal drehen. Unser Hänger steht da. Die haben einen schönen Wendekreis. Das ist halt auch dadurch, dass die keine Schnauze vorne haben wie die amerikanischen. Dadurch wenden die besser. Aber egal. Ich finde die amerikanischen trotzdem schöner. Die Nasentrucks. Was hier in dem Spiel auch nicht geht, was ich schon festgestellt habe, das ist das einfache Parken. Aufgrund dessen habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung mit rückwärts einparken mit Hänger. Und es klappt inzwischen auch immer besser. Also nicht das jetzt, sondern Mithänger dann. Flupp, dran ist er. So. Ich mache jetzt schon mal das Licht an. Wir fahren 10 Stunden und 42 Minuten. Meine nächste Pause ist in 5 Stunden schon. Ach ja, guck an. Okay.
Weiß zwar nicht, warum die jetzt in 5 Stunden schon sein soll. Ich bin ja gerade erst losgefahren, aber naja. So, LKWs habe ich heute gelernt, schaltet man bei 1500 Umdrehungen. Aber ich denke mal, solange man nicht ins Rote kommt, ist das egal. Doch, warte mal, ich tue doch was am Sitz ändern. Und zwar muss der ein bisschen tiefer. Und der Kopf muss dafür einen höher. So. Und vielleicht noch einen weg. Dann sehen wir die Spiegel besser. So. Weil ich brauche hier nämlich die Instrumente quasi so wie in echt. Also so wie die Instrumente da jetzt im Spiel hier dargestellt werden, so sind die ja auch bei mir. Also ich sehe die durch mein Lenkrad. So wie hier in echt halt. Und der Hammer ist, Leute, ich habe mir gestern endlich meine Virtual Reality Brille tatsächlich bestellt. Und ich habe das Glück erwischt, den Summer Flash Sale zu erwischen bei dem Händler. Also da war die ganze Zeit keine Rede von, das war nicht angekündigt, nix. Ich guck gestern so auf die Seite aus Zufall, weil ich halt diese Brille endlich bestellen wollte. Und da war doch tatsächlich noch 3 Stunden lang Summer Flash Sale. Jetzt hat die keine $300 gekostet, sondern nur 215. Ja, 7 bis 15 Tage dauert das. Dann kommt sie und dann werde ich hier hoffentlich Virtual Reality Brillen Videos euch präsentieren können. Bin sehr gespannt auf das Ding. Eine Deepoon E2. Die ist quasi 100% kompatibel zur Oculus Rift. Soll aber tatsächlich ein bisschen besser sein. Also was heißt besser, aber weniger Hardware-Anforderungen stellt die. Man braucht jetzt nicht die Imba High-End-Maschine wie mit der Oculus Rift. Da tut es eine halbe High-End-Imba-Maschine. Und ja, viel billiger ist sie halt auch noch. Und jetzt ist sie noch mal billiger gewesen. Und deswegen, ja, ich freue mich wie ein Schneekönig, Leute. Wie ein Schneekönig freue ich mich. Wem es übrigens auffällt, dass hier voll was los ist, ich habe mir eine Verkehrsmod gezogen. Und zwar den Real Traffic. Weil ich bin hier so rumgefahren und irgendwie war hier nichts los. Also, es war ziemlich unbelebte Straßen, sag ich mal. Oh, ich muss hier rüber. Und da habe ich mir die Real Traffic Mod gezogen und seitdem ist hier tagsüber zumindest richtig High Noon, ja. Es ist jetzt die einzige aktive Mod, die ich drin habe. DP's Real Traffic heißt die, glaube ich. Und die ist richtig gut. Die AI ist ziemlich aggro geworden, also die überholen ziemlich aggressiv auf der Landstraße und fahren einem öfters auch mal in die Karre. Und das finde ich also einen kleinen Nachteil davon, weil was kann ich dafür, wenn die mir in die Karre fahren, aber ich krieg dann einen Unfall angerechnet, wa? Und eine Geldstrafe. Aber meistens ist bei diesen Unfällen wenigstens so, dass dann kein Schaden entsteht. Weil das ist ja immer viel schlimmer, wenn du dann einen Schaden hast und dann zahlst du irgendwie 10.000 Euro Konventionalstrafe oder sowas, ja. So, wir dürfen hier 80. Der Kollege da vorne ist aber nicht der Schnellste. Und ihr seht ja, hier ist richtig was los, ne? Auf der Gegenspur. Also ich finde, diese Mod finde ich richtig gelungen. Die ist richtig gut. Na, er sagt's ja auch. Also die Computerfahrer, die haben jetzt weniger Geduld und achten weniger auf ihre und die Sicherheit anderer Leute. Und das ist tatsächlich so. Also es ist eigentlich mehr wie in echt, weil Verrückte sind überall unterwegs, gerade auf Deutschlands Straßen oder auf Europas Straßen. So, den Spatzen nochmal. Ich habe ja kein Gefahrgut. Kann hier ein bisschen schneller fahren. So, können wir doch hier rüber. Was mir auch aufgefallen ist hier durch meine ganzen Fahrten, die ich jetzt schon getätigt habe, die Verkehrsführung bzw. die Straßenführung, die ist hier ein bisschen skurril gemacht, ja.
Ich muss mal ein bisschen höher mit dem Lenker. So, jetzt sehe ich mein Drehzahlmesser wieder. Und zwar, wenn hier eine Abfahrt kommt, dann verschwindet eine Spur, die dann abführt. Und sowas gibt's hier bei uns nicht. Ich dachte, das wäre beim American Truck Simulator so, weil das in Amerika vielleicht so ist. Aber das ist hier in Euro Truck Simulator genauso. Aber das ist total unrealistisch, weil wenn eine Abfahrt kommt, wird eine zusätzliche Abfahrtsspur... Ja, ich meine, ihr kennt das ja, ihr seid ja schon Autobahn gefahren wahrscheinlich. Da kommt dann eine zusätzliche Abfahrtsspur, auf die man dann rausfährt und rausfährt. Also, ja. Also abfährt und rausfährt. Und hier verschwindet dann einfach die Spur und dann ist es nur noch eine, beziehungsweise in dem Fall jetzt wären es dann nur noch zwei. Und, das führt halt oftmals, wenn man das nicht rechtzeitig bemerkt, führt das doch zu gefährlichen Situationen. Oder kann zu gefährlichen Situationen führen, sagen wir mal so. So, jetzt habe ich mein Dings endlich drin. Mein Tempomat. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich muss dann immer das Pedal so richtig durchdrücken erstmal. Was denn jetzt, was denn jetzt, was denn jetzt? Oh, was ist denn jetzt? Warnblinker an. Ich muss dann mein Pedal immer so durchdrücken, weil es ja so ein bisschen zuckt immer. Und dann immer, wenn das zuckt, geht ja der Geschwindigkeitsbegrenzer wieder aus. Da muss man so zweimal durchtreten und dann zuckt es nicht mehr. Das klappt aber auch nicht immer. So, was haben wir jetzt? 10. Gang passt. Ja, ich mache mal das Radio ein bisschen lauter. Weil Mucke beim Fahren muss schon sein. Sonst macht es keinen Spaß. So, jetzt ist das was von mir angesprochene Problem, was jetzt kommt. Wir müssen jetzt einen nach links. Und die haben halt keine Geduld, die Leute, ne? Guckt mal, wie der hier vorbeiheizt. 70, okay, lass mal Gas geben jetzt hier. So. 71, 75, 80. Passt. Alter, ist so richtig Verkehr, ne? Richtig geil hier. Rechts und links fahren sie an dir vorbei. Ganze Autobahn ist voll. So, wir machen mal ein bisschen Übergeschwindigkeit. Wir fahren mal 82. 82, 81 ist auch gut. Hauptsache ein bisschen schneller. So, ich muss gucken. Ich muss ja bald Pause machen, hat er gesagt. Ne? Noch 3 Stunden. Ja, dann machen wir jetzt Pause am nächsten Punkt, der kommt. Erstmal halten wir uns rechts. Aha, jetzt ist 3:30 mittags. Jetzt ist ein bisschen weniger Verkehr geworden, guck. Aber drüben geht's schon wieder los. Ja, Radio Bob, Leute. Hammer Sender zum Trucken. Da läuft so richtig coole Trucking-Musik. Also, wenn man so auf Rock steht. Ich hau euch den Link natürlich wieder unten rein. Habe ich das letzte Mal schon gemacht. Nur da hat man wahrscheinlich gar nicht so viel davon gehört, weil da war das ja noch eine OpenGL-Aufnahme. Da hat er den Sound vom Spiel gar nicht mit aufgenommen. Sondern nur mein Gelaber und halt die Außenlautsprechertöne. Und jetzt werden wahrscheinlich ja... Also so müsste es jetzt auch funktionieren, dass ja der Ingame-Sound auch mit aufgenommen wird. Genau, Radio Bob kann man nämlich überall auf der Welt hören, Leute. Das wird gestreamt. Das ist das Coole. Nice on you. Shut up and dance with me. Ja gut, das ist jetzt nicht meine Musik. Shut up and dance with me. Aber geht. Also ich meine, den Pop, den sie spielen, der ist noch erträglich. Da kann ich mit leben. Aber wenn dann so Sachen kommen wie Radar Love oder Metallica, Alice Cooper, was spielen sie noch? Hier, Toby Sammet. Alles von Toby Sammet, also alle Bands. Avantasia und Edguy. Wir müssen wieder darüber. Ich stehe ja in letzter Zeit voll auf so Power-Metal-Geschichten. Finde ich voll cool.
Also gerade so Avantasia gefällt mir voll gut. The Metal Opera. So Leute, Leipzig, München, Nürnberg. Wo wollten wir eigentlich hin? Ach, nach Wien. Ja, wir sind auf dem Weg nach Wien, genau. Wien ist cool. Vielleicht sehen wir ja das Riesenrad. Am Prater. 10. Gang, können wir noch einen hoch, ne? Radarkontrollen. Okay, wir sind ja eh zu langsam. Also, ich fahr mal rüber. Ah, jetzt muss ich schon wieder zurück. Siehst du, das ist das, warum sich's hier nicht lohnt, die Rechtsfahrerei. Weil ständig Ausfahrten kommen, wo dann deine Spur verschwindet. Also am besten fährt man hier echt in der Mitte. Und das ist ja auch so eine Sache, Leute. In der Mitte fahren. Ich habe das jetzt irgendwie im Fernsehen schon öfter gesehen, dass Leute angehalten oder verhaftet wurden, weil sie im Auto permanent in der Mitte gefahren sind. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, glaube ich mich zumindest zu erinnern, ja, war die Regel, man kann den rechten und den mittleren Fahrstreifen frei wählen und nur links darf man halt nicht permanent fahren, nur zum Überholen. Hat sich da was geändert? Ei, kriege ich das Ding wieder nicht rein. 70, 80, so. Ja. Weil das, was ich jetzt gerade tue, das war meiner Meinung nach legal, als ich einen Führerschein gemacht habe. Jetzt heutzutage ist das anscheinend verboten. Vielleicht guckt ja ein Polizist zu oder so, der kann mir ja mal vielleicht was in die Kommentare schreiben, wie sich das jetzt wirklich verhält. Und ich meine, ich fahre jetzt 80, ich fahre jetzt einfach mal wieder 82. 83 ist auch cool. 84 haben wir jetzt eingestellt, ne? Ich will 83 eingestellt haben. Sehr gut. Da wird man auch noch nicht verhaftet, oder? 83 ist noch okay, wa? Ich glaube schon. Ich glaube, da sagt keiner was. Ich glaube, bis 90 sagen die nix. Der alte Army Rick Delisle. Es war morgen ab 5 Uhr mit Saskia, Sascha und Jörg. Auf die Dauer hilft nur Power. Gerade früh am Morgen. Ja, höre ich auch immer, wenn ich zur Arbeit fahre. Bob's Morgen. Kommt gut. Und der Ami da, der da eben gebabbelt hat, der erzählt auch immer so lustige Sachen von früher. Let's Rick Roll and Remember irgendwelche Jahre. Und dann erzählt er Geschichten aus den Jahren von irgendwelchen Bands und so. Das ist immer ganz lustig. So... Wo sind wir denn? Wir sind immer noch hier in der Mitte. Wir müssen weiter geradeaus. Die Abfahrt brauchen wir nicht. Wir brauchen noch 6 Stunden. Ich brauche was zum Pennen, Leute. Ich brauche noch 2 Stunden, dann muss ich pennen. Tja. Salzburg stimmt. Schätzungsweise, ja doch. Salzburg ist ja an der Grenze, da muss man schon vorbei, wenn man nach Wien will. So. Oh, guck mal, da fährt gerade meine Frau an mir vorbei. Da, der rote Mini mit dem schwarzen Dach. Das ist meine Frau. Das war unser Auto. Cool. Ja, da kommt ja auch schon die Tanke. Guck mal, da halten wir an. Was ist denn hier los? Unfall. Unfall. Ja, das kommt halt von dieser Verkehrsmod, ne? Da passieren auch Unfälle und so. Das ist schon wie in echt hier. Richtig geil. Oje, meine Frau hat es zum Glück geschafft. Jetzt fahr nicht hinter dem her, der ist verrückt. Ja, fahr ab, genau. Wo will die eigentlich hin? Da steht Firma X. Es bleibt ein Geheimnis, wo sie hinfährt. An der A3, kurz vor Salzburg. Vielleicht fährt sie zu meinem Cousin. Sind wir schon so weit? Sind wir schon in Bayern unten?
Vielleicht fährt sie auch zu ihrem Cousin, keine Ahnung. Naja. Wir fahren hier in die Tanke. Tanken und pennen. Das ist aber auch krass, die, also so tanken hat es bei uns auch nicht. Wo willst du denn hier pennen? Da vorne oder was? Okay. So, Motor aus, Zapfsäule an, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Dilididididididid. Okay, der Tank ist voll, dann fahren wir jetzt hier doch direkt weiter auf den Parkplatz da. Vierter Gang. Die ersten drei, oh, die ersten drei brauchen wir irgendwie nur am Berg, ne? Kommt der da überhaupt dann da hinten noch raus, wenn wir jetzt hier pennen? Naja, mir egal. Ansonsten muss er halt warten, bis wir wieder losfahren. So, wir machen jetzt hier eine Pause und dann schlafen ein bisschen. Wir kommen eine Weile zur Ruhe. Es ist 2.49 Uhr nachts und es regnet. Also Scheibenwischer an. Erstmal Motor an. Sehr gut. Alles klar. Fünfter Gang ist drin. Wir nehmen den vierten zum Losfahren. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Gibt es überhaupt keinen Beschleunigungsstreifen, wa? Das ist ja blöd gemacht hier, du. Eieiei. Okay, jetzt kommt aber... doch, da kommt einer. Ne, der ist aber auf der anderen Spur. Das klappt. Sehr gut. Wir sind raus, Leute. Es geht weiter. So, jetzt ist nachts und ich fahre ja eh viel lieber nachts. Weil da ist eigentlich nicht so viel Verkehr. Ich meine, das hört sich blöd an. Machst dir den Verkehrsmod rein, dass mehr Verkehr ist und fährst dann nachts, weil, weil du nicht so viel Verkehr haben willst. Klingt bescheuert. Aber ist einfach realistischer. Und früher bin ich ja auch immer nachts gefahren, als ich da unterwegs war. Jetzt kommt da so ein Reisebus vorbei, gebäckert her. Ja, die dürfen ja irgendwie 100, ne? 120 dürfen Reisebusse, keine Ahnung. Jetzt ist coole Mucke. Jetzt könnte ich mal ein bisschen lauter machen hier. Yeah. Rock'n'Roll. Ich denke mal, so wird es nicht auffallen. Ich hoffe mal, dass es so nicht auffällt. Wir werden sehen, was passiert. Zur Not ist es halt ein privates Video. Was natürlich schade wäre. Also AC/DC geht schon gut. Ist doch AC/DC, oder? Hört sich zumindest stark danach an. So, wo sind wir denn? Noch 5 Stunden. Geschlafen haben wir ja, genau. Wunderbar. Getankt haben wir auch. Können wir jetzt durchfahren. Rock'n'Roll auf der Autobahn, Leute. Was soll ich sagen? Ja. München-Prag. Ah ja. Ah, da waren wir irgendwo. Ah, da war das vielleicht zwischen Nürnberg und München, wo meine Frau da rausgefahren ist. Ah, dann kann ich mir schon vorstellen, wo sie hin ist. So, wir haben nur 70 auf der Uhr, das heißt, wir machen mal zweimal hoch. Dann geben wir ein bisschen mehr Gas hier. Also zwei Ticken. Wow, Leute, ich muss hier geradeaus weiter. Ich muss hier geradeaus weiter. Kein Unfall, kein Unfall. Oh, das ist das, was ich meine. Da hört hier auf einmal die Spur auf, ne? Alter Verwalter. Okay, ich hätte es wahrscheinlich hier unten rumfahren können. Aber ging ja auch alles gut.
War ja alles in Ordnung. Nee, also da müssten sich die Entwickler mal ein bisschen Gedanken machen, Leute. Da müsste eine zusätzliche Spur auftauchen, die man zum Abfahren nimmt. Echt, ey. Ah, da ist er wieder. Es gibt anscheinend noch mehr rote Minis. Aber ist schon lustig. Wenn du dein eigenes Auto in-game an dir vorbeifahren siehst, das ist geil. Also der Notarztwagen oder was auch immer das gerade war, der war jetzt hier in Real bei mir vor der Tür. Passt aber auch gut irgendwie, oder? Ja. Vielleicht ist der ja auch so gefühlt unter der Brücke hier durchgefahren, über die wir gerade geschippert sind. So, wir sind bei 80. Das ist aber ganz schön langweilig. Aber mir ist aufgefallen, immer wenn man den Tempomat auf mehr einstellt, als wie erlaubt ist, also auf 81 oder 82, dann kommen gefährliche Situationen zustande. Zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt haben wir noch 82. Passt mal auf, was jetzt alles passiert gleich. Wisst ihr, der Verkehr wird schon direkt mehr. Und jetzt fahren die bestimmt gleich wieder wirres Zeug zusammen. Aber vielleicht kam mir das auch nur so vor. Dass dadurch, dass ich ja mein Tempomat zu schnell eingestellt habe, wirklich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs bin und dass deswegen dumme Geschichten passieren. Keine Ahnung. Aber mir ist es aufgefallen. Sobald er höher eingestellt ist als erlaubt, sind immer Dinge passiert in den ersten 10 Leveln hier. Wir werden sehen. So, wir haben 4 Uhr morgens. Aha. 4:30. Dann wird es ja jetzt bald hell. Vielleicht fängt dann auch die Sonne an zu scheinen und es hört auf zu regnen. Das wäre ja schön. So, was ist denn das hier, eine Grenze? Wir fahren über die Grenze nach Österreich. Darf man damit 80 durchfahren, ja? Okay. Tja, die EU macht's möglich. Schengen und so. Einfach durch, gib ihm. Früher hast du hier stundenlang gestanden. Aber ich glaube, mittlerweile sind da auch wieder Kontrollen, ne? Aus aktuell politischen Gründen sozusagen. Ich glaube, da sind Kontrollen. Naja, hier nicht. So. Noch 3 Stunden 33. Ist hier eigentlich noch was in meinem Kaffeetässchen? Oh ja. Yeah. Ja, so zwischendurch ein Schluck Käffchen ist gut, dann schläft man nicht ein. Ah, Verkehr. Richtig schöner Feierabend mit viel Sonne und wenig Wolken. Und dazu sommerlich mit 20 Grad in Korbach, 21 in Linden und 22 in Braunheim. Trocken und teils aufgelockert bleibt am Abend und in der Nacht bei bis zu 13 Grad. Bobs Wettertrend sagt uns, dass ihr am Samstag und Sonntag gutes Grill- und Badewetter bekommt. An allen Tagen müsst ihr aber örtlich mit Schauern und später auch starken Gewittern rechnen. Jetzt. Fahr bitte vorsichtig auf der A7 Fulda Kassel zwischen. Ach so, das ist nur für Hessen. Kassel Süd ist ein brennendes Fahrzeug im Baustellenbereich. Dann gibt es schon einen Verkehr auf der A3 Würzburg-Köln. Zwischen Frankfurt Süd und Mönchhof Dreieck 9 Kilometer. Da ist jetzt das kaputte Fahrzeug weg. A5 Frankfurt Kassel zwischen dem Rastplatz Schäferborn und Friedberg 2 Kilometer schon. A6 Heilbronn-Kaiserslautern zwischen Vierenheimer Dreieck und der Rheinbrücke Frankenthal 3 Kilometer. Und 2 Kilometer auf der A643 Mainz-Wiesbaden zwischen Mainz-Gonzenheim und Mainz-Nordbach. Ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Wir müssen jetzt hier gleich links abbiegen. Ich
Ich mach mal leiser. Wir müssen hier gleich links abbiegen, Leute. Uah. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, hier kann man tatsächlich links abbiegen. Ah, jetzt lasst mich doch mal rein, Mann. Leute. Alter, Alter, Alter. Der ist jetzt neben mir, ne? Ey, was läuft denn hier? Warum fährt denn der nicht weiter? Alter, dann fahr ich halt weiter. Jetzt fährt er weiter, okay. Ja, das hängt ein bisschen mit dieser Mod zusammen, ne? Die fahren halt wie die Geisteskranken. Ah, jetzt fährt er rückwärts. Was läuft denn hier? Guckt euch das an. Und auch der Gegenverkehr, ne? Der never-ending Gegenverkehr. Weil irgendwann hört er schon auf, aber die Frage ist, ob das heute noch der Fall sein wird. Ist der jetzt noch vor mir? Nee, da ist keiner mehr vor mir. Der eine ist weiter geradeaus gefahren, oder was? Nee, der ist da doch noch vor mir. Jetzt sind es nur noch zwei. Komm, jetzt ist frei, Leute. Jetzt gebt Gas. Ist doch geil aber, oder? Die Verkehrsmod. Was meint ihr? Ist die cool oder nicht? Hier ist wenigstens mal was los auf der Straße. Also mir gefällt sie sehr. Ich habe die beim American Truck Simulator, habe ich die auch drin. Das ist genau dieselbe. Die funktioniert top. Also in beiden Spielen. Gerade in Amerika ist das halt richtig geil, weil wenn du da so durch LA oder so fährst, ich meine, da ist halt nun mal Verkehr wie Ratte, ne? Da sind nicht so leere Straßen wie im Originalspiel. Keine Ahnung, warum die so wenig Verkehr da eingebaut haben. Vielleicht haben sie gedacht, die Leute haben so weake PCs oder was. Keine Ahnung, ey. Aber es gibt ja zum Glück Fans und Freunde des Spiels, die solche Fehler dann ausmerzen und beheben. Trotzdem, SCS oder, ja, SCS, ja, so heißen die, genau. Daumen hoch für euch. Ihr macht Top-Jobs. Also ich mag eure Spiele. SCS-Software finde ich richtig geil. Muss ich mal so sagen. Oh, ich fahre schon wieder 83, alles klar. Dann machen wir jetzt den Tempo rein. 81 passt. Ist er wieder rausgegangen. 74. 75, 80, 85. Und bei 82 drücken wir ihn nochmal neu. Jetzt haben wir 84 wieder, Mist. So, jetzt aber. Perfekt. Ja. Ja, bei World of Trucks Aufträgen kriegt man nicht so viel Geld. Ist mir auch beim American Truck Simulator schon aufgefallen. Für die normalen Aufträge hagelt es mehr Kohle. Aber ich finde es ja irgendwie cool, die World of Trucks Seite da vertreten zu sein sozusagen und mein Profil da ein bisschen zu pimpen. Also fahre ich quasi jede zweite Fahrt fahre ich immer für World of Trucks normalerweise. Und zwar fahre ich, also so habe ich es beim American Simulator gemacht. Da bin ich immer einmal Gefahrgut gefahren und dann bist du ja in der Stadt, wo du dann das Gefahrgut hingefahren hast und dann bin ich von da aus immer einen kurzen World of Trucks Auftrag gefahren zum nächsten Gefahrgut sozusagen, dass man nicht so leer fährt. Das funktioniert ganz gut, das System. Da ist dann quasi jede zweite Fahrt für World of Trucks und die ist dann auch nie so lang. Immer nur bis zum nächsten Gefahrguthändler in die Stadt. Und dann kriegt man da schon einige Meilen und Kilometerchen zusammen. So, ich könnte jetzt ja mal rechts rausfahren, weil ich glaube, wir sind dann auch bald da. Weiß nicht, wie viele Ausfahrten da vorher noch kommen. Aber ich fühle mich gerade in der Mitte nicht so wohl, wenn die da so rechts und links an mir vorbeifliegen. Wobei, da kommt eine Ausfahrt, oder? Nee, das ist keine. Was ist das da? Das ist nur
Ja doch, ich fahre jetzt mal hier rüber. Sehr gut. So, Regen ist aus. Zieht sich da noch ein bisschen. Kommt gar keine Ausfahrt. Alles gut, dann muss ich auch nicht wieder in die Mitte. Alles in Ordnung. Es geht bergab, da können wir den so eingestellt lassen, den Tempomat, weil wir da automatisch ein bisschen schneller werden. Aber ich glaube, ich muss trotzdem bremsen, ne? Ja, die wollen da nicht. Doch, oder geht? Nee, muss nicht bremsen, gut. So, ja, Wien hier, oder irgendwo hier in der Gegend habe ich mal eine Nacht auf dem Autobahnparkplatz geschlafen. Mit meiner Cousine und einem Kumpel. Da waren wir privat in Wien. Das war das eine Mal, wo ich in Wien war. Das war also nicht beruflich, sondern privat. Und dann sind wir nach Wien gefahren, mit meinem ersten Auto damals, mit meinem Golf 1. Und haben so in Wien im Park angefangen so zu grillen, cool, auf der Wiese. Und kommt die Polizei quer über die Wiese geheizt mit einem Golf. Mit dem Golf 2, also ich hatte einen Golf 1, sie hatten einen Golf 2. Also ich meine, unser Auto stand nicht dabei, das war irgendwo geparkt, aber ich sag's nur so. Dass die einen 2er Golf hatten und mit dem sind sie halt über die Wiese geheizt gekommen und haben uns angemacht, dass hier Grillen verboten sei und wo wir dann herkommen würden und ihr glaubt nicht, was da los war. Dann mussten wir dann mit Cola löschen, weil wir nichts anderes hatten. Ja, und dann haben die gesagt, in Wien darf man nicht grillen. Dann haben wir gesagt, okay. Und dann sind wir am Autobahnparkplatz, also wir sind dann rausgefahren wieder aus Wien. Weil wir hatten auch schon, unseren Rundgang hatten wir schon gemacht. Prater haben wir schon gesehen gehabt und so, da hat mein Kumpel einen Boxautomaten kaputt gehauen. Kennt ihr vielleicht diese Automaten, wo man so draufhaut und dann wird angezeigt, wie ob du ein Weichei oder wie cool du bist oder so, ne? Und er hat da drauf gehauen und das Ding ist auf die höchste Stelle gesprungen und dann ist der Zeiger da festgefressen gewesen. Also das war so ein Bodybuilder-Typ, der hat es voll drauf gehabt, muskelmäßig. Und der hat das Ding halt kaputt gehauen. Und egal, worauf ich hinaus wollte, war, wir waren dann halt dann auf dem Autobahnparkplatz außerhalb von Wien. Auf dem ersten Autobahnparkplatz, wenn man aus Wien rauskommt sozusagen, haben wir uns dann da hingesetzt und haben dann da gegrillt. Und es war mitten im Sommer, es war alles total warm, die Nächte und so. Und da haben wir uns dann da hingelegt auf dem Autobahnparkplatz, neben das Auto in die Wiese. Also es war eine schöne Wiese, keine Angst, da war keine Kecke oder sowas. Ne? Das war so richtig sauber. Und da haben wir uns dann hingelegt im Schlafsack und haben so zu dritt nebeneinander da gepennt. Das war cool. Das ist meine Erinnerung an Wien. Ah, die Bullen waren lustig. Die Polizisten. Entschuldigung. Die Kopse. Die waren echt lustig. Kommen da mit dem Auto quer über die Wiese gefahren, machen die voll kaputt dabei, ja, und erzählen uns, wir dürfen hier nicht grillen. Tja. Na gut, in Frankfurt darfst du auch nicht überall grillen im Park, aber... Ich meine, da kommen nicht sofort, kaum dass du den Grill an hast, irgendwo ein Polizeiauto aus dem Nichts, ja? Ich meine, kaum war der Grill an, wir haben den aufgemacht, Kohle rein, angezündet so, und beim ersten Funken quasi kam die Polizei. Aber sowas von rasant über die Wiese gefahren. Hammer, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ich weiß, ich rede so viel darüber. Ist okay jetzt. So, wir sind auch gleich da. Wir haben nämlich nur noch 12 Minuten auf der Uhr. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann könnt ihr meine Einparkkünste bewundern, meine neu erlangten. Ich kann doch jetzt tatsächlich ein bisschen besser rückwärts einparken. Ohne die Außenkamera zu benutzen. So nur mit Spiegeln. So wie in echt halt. Voll cool. Wir dürfen 50. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Wien. Sehr gut. Dann sind wir ja so gut wie da. Da vorne sehe ich schon die Flagge, wo der Container hin soll. You are young. Love is a battlefield. Diddle, 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 diddle. Ah, 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 ah.
Love is a battlefield. Strong. So, the Ride the Lightning Truck ist sicher in Wien angekommen. Wir haben keinen Schaden verursacht. Oh, naja, doch 1%, aber das werden die Reifen sein. Das ist immer so, dass die Reifen, die bauen ja ab mit der Zeit. Das ist normal. Aber kein Schaden am Hänger und kein Ticket eingefahren, kein Unfall gebaut. Passt. Und das trotz diesen verrückten Leuten auf der Straße her, ja. So, gucken wir mal. Sieht man das Riesenrad irgendwo? Da ist ein Turm. Hm. Kein Riesenrad. Was ist das für ein Wien hier? Aber wir sind damals da auch rumgefahren, stundenlang durch diese Stadt und haben dieses Riesenrad gesucht und haben es nicht gefunden. Und dann haben wir uns irgendwann einen Stadtplan gekauft. An der Tanke. Und dann hat es nur noch 2 Minuten gedauert, dann waren wir da. So im Rallye-Style. Ja? Mein Bodybuilder-Kumpel da, der hat dann den Beifahrer gemacht. Und hat quasi so nächste rechts, nächste links und so. Ansagen getätigt. Huch, was denn jetzt? Jetzt hängen wir am Bordstein fest. Das kann ich ja gerade leiden, ne? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hänge ich am Bordstein fest. Kommen wir aber weg, oder? Ach, ey. So. Die Kamera stimmt auch nicht so wirklich. Genau, also in Rallye-Manier sind wir dann zum Prater gefahren. Also nicht, was die Geschwindigkeit angeht, sondern nur, was die Ansagen angeht. Wir sind da. Hier ist der Hof der Firma. Also mal gucken, wo das Ding hin muss. Das ist ja easy. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Ding. Gucken, ob ich jetzt den Mund zu voll genommen habe. Aber eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Muss nur ein bisschen wieder gerade ziehen, das Ding. So, wo müssen wir hin? Ja, doch, da, genau. So, jetzt ist er erstmal gerade. Jetzt muss ich wieder überlegen. Ich will darüber. Nee. Jetzt habe ich es gerade wieder völlig verrafft hier. Kaum, dass ich sage, ich hab's jetzt drauf, ja, klappt's wieder nicht. Geil. Also nochmal. Andersrum, Mann. So, genau. Da wollen wir hin. Sehr gut. Sieht doch gut aus. Wird doch. Er muss ja auch nicht so 100% drinstehen, habe ich schon festgestellt. Es reicht, wenn man ihn so annähernd ganz gut hinstellt, dann ist das Spiel schon zufrieden. Da. So. Abkoppeln, drin ist er. Sieht doch sogar richtig gut aus. So, ausgezeichnet. Leere Paletten von Frankfurt nach Wien geliefert. Das glaubst du ja nicht. Da fährt einer mit leeren Paletten von Frankfurt nach Wien. Na gut, irgendwie müssen die ja auch transportiert werden, ne? 669 Kilometer, 16.890 Euro und 881 EP. Das ist doch fein. Da sind wir doch völlig zufrieden mit. Der erste World of Trucks Auftrag ist somit erledigt. Also für Euro Truck Simulator. Bei American Truck Simulator habe ich ja schon ein paar mehr. Jetzt mache ich erstmal das Radio aus. Dann brauche ich mich hier nicht so dumm babbeln. So. Und ich werde mal noch die ganzen anderen Radio-Bob-Streams hier auch in mein Radio aufnehmen. Das ist übrigens mein, ja, Frankfurt, Onkel Sega, 1971. Das ist mein Kennzeichen. Ja, ich werde die anderen Radio-Bob-Streams auch aufnehmen in meine Radioliste. Und dann kann ich ja auch ein bisschen zwischen den ganzen Streams hin und her wechseln. Das ist doch sehr geil. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr würdet wieder bei mir einsteigen, dass ich euch sicher ans Ziel bringen kann. Oh ja, Bus fahren wir demnächst auch mal wieder. Und ja, bis dann. Bye, bye.